So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Tyranny. Warum ist mir das jetzt gerade nicht eingefallen? Das ist doch jetzt mal seltsam. Wir sind hier immer noch beim Regenten oder ja, auf dem Weg, diesen Regenten zu töten, um endlich das Edikt der Stürme zu beenden. Ja, aber ich sag mal, der Kerl will halt nicht freiwillig sterben, ne? Ich trinke mal kurz einen Schluck. Interessant auch, dass die Geschmähten einfach unten stehen bleiben. Obwohl, hier liegen Geschmähte. Also, ruinierter Schild, Heiltrank, ja, kann man nehmen. Trank der Elementarbarriere. Ach, die sind weiter vorgedrungen, okay. Aber vorher, hier liegt noch was. Mist, zu spät. Ich warte schon ewig darauf, das zu Ende zu bringen, was wir begonnen haben, Regent. Ihr habt lange genug in eurer Feigheit und Schande geschmort, oder nicht? Er zieht seine Waffe. Wenn ihr mich anfleht, euch zu töten, mache ich es kurz und schmerzlos. Wenn du mich auf den Knien sehen willst, musst du meinen Leichnam so drapieren, zum Entzücken deiner inzüchtigen Kohorten. Aber sprich nicht über Feigheit und Mut. Die Geschmähten waren auf Kairos arkane Tricks angewiesen, um Erfolg zu haben. Mit einer solchen Macht hätte wohl jede Armee verlauster Ratten siegen können. Ich habe eine Kompanie als Geiseln genommen und ihr habt eine Kompanie als Geiseln genommen und hattet nicht den Mumm, uns auf dem Schlachtfeld gegenüberzutreten, Feigling! Dimitris tritt einen Schritt vor. Ich werde Ashs Gunst gewinnen, wenn ich ihm euren Kopf bringe. Und niemand im unbeugsamen Land wird um euch weinen. Als der Regent dich erblickt, ändert sich etwas in seiner Haltung. Ah, der Schicksalsblinder stößt zu uns. Du rechnest dir wohl keine guten Chancen aus, wenn du so viel Verstärkung mitbringst. Du erscheinst genau im richtigen Moment, Schicksalsblinder. Er deutet auf Herodin. Töten wir diesen kranken Hund gemeinsam. Ich glaube nicht, dass wir einander schon vorgestellt wurden. Interessanter Spruch hier. Ihr hättet das Ehrenhafte tun sollen und das Edikt selbst beenden, Stray. Das ist eure Schuld. Wachtplatz wird den Geschmähten gehören für die Ehre von Graven Ash. Gebt Amelia frei und wir gewähren euren Soldaten Gnade. Das ist eine interessante Sache. Sagen wir das mal. Oder erstmal, ich glaube nicht, dass wir einander schon vorgestellt wurden. Kommandant Demetris zu Diensten. Er schickt mich, um beim Aufräumen zu helfen. Wie wäre es, wenn wir die Bänke aufeinander stapeln und die Tür zu diesem Feldzug ein für alle Mal verschließen? Er grinst dich aufmunternd an. Wolltet ihr das Edikt etwa beenden, indem ihr zwei palabert, bis ich an Altersschwäche sterbe? Stratus umklammert den Griff einer seiner Waffe fester. So. Gebt Amelia frei und wir gewähren euren Soldaten Gnade. Aber keine Gnade für euch, Regent. Loyalität bei Beric, okay. Beric ballt die Fäuste und macht sich bereit zum Angriff. Ich schließe keine weiteren Kompromisse mit euch imperialistischen Hunden. Oh, das klingt so ein bisschen nach MLPD. Wenn ihr die Festung unbedingt haben wollt, müsst ihr sie mir wegnehmen. Ich mag viele Jahre auf dem Buckel haben, aber ich habe sie alle nicht da. Nee, hab ich nochmal. Ich habe sie alle damit zugebracht, mich für diesen Augenblick vorzubereiten. Wir müssen euch wirklich in die Ecke getrieben haben, Regent. Ich habe euch noch nie derart die Zähne fletschen sehen. Dimitris rückt mit gezogener Waffe vor. Gut, ich habe heute ohnehin eine Herausforderung gebraucht. This will be fun. Okay. App macht direkt Terrados Umklammerung auf wen? Ah, auf den da, okay. Falsch, ich würde sagen, probier's auf den da. Das ist nämlich der Zauberer. Beric verbindet sich direkt mit dem Heiler, ist okay. Sollte vorstürmen. Wie hier geraten, im Nahkampf, okay, passt. Erstmal Leute durch die Gegend schleudern, weil man es kann. So, da stehen drei auf einem Haufen, das sollte man nutzen. App siehst du doch auch so. Grabeslichtnummer ist echt der Hammer. Ach, Raureifstachel. Wir stehen hier mit zwei im Nahkampf, aber da gibt es Schlimmeres. Da haben die echt unsere App umgeworfen, das. Ach.
beschwer dich nicht. So, App, geh mal hier hin. Und mach mal schön deine Kegel. Alle drin, das ist super. So, du hier machst zerrütten. Und du hier buffst mal... Ja, komm, buff mal Barrett. So. Betäub mal. Du. Der Raureif-Stachelkegel, oder wie das Ding heißt. Woher ist es jetzt hier? Eiszapfensturm. Da fallen sich die Fliegen. Naja, nicht ganz wie die Fliegen, aber es geht in die Richtung. App ist echt der Hammer mit diesen Zaubern. Und schon steht nur noch Herodin. So, lauf mal hin, vielleicht hast du noch was zu tun. Drink obendrauf. Jetzt den. Du hast den Feuerball wieder bereit. App, du tust App-Dinge. Ach, du kannst ihn vielleicht auch hochschleudern und sowas. Wieso kann er das nicht tun, Mensch? Einfach in den Nahkampf. Ach nee, ich glaub... Sorry, Kid. Ah, klar, ich verstehe, da war in so einer Unverwundbarkeit wegen dem... Der Regent kniet auf dem Boden, blutig und besiegt. Er streckt seinen guten Arm aus und lässt seine Waffe fallen. Wenn ich doch nur Atem übrig hätte, um mich dir zu widersetzen. Doch ich fürchte, meine Kampfkraft hat mich verlassen. Welch ein Augenblick. Der letzte Verteidiger des unbeugsamen Landes wird unter den Stiefeln der Geschmähten zerdrückt. Dimitris strahlt voller Stolz und macht Anstalten, Herodin gegen den Kopf zu treten, hält jedoch inne. Ich überlasse dir die Ehre. Töten wir diesen Wurm und beenden dadurch endlich das Edikt. Eine Wache von Straydus, eine Frau, drängt sich zwischen dich und Herodin und reißt sich den Helm vom Kopf. Das lasse ich nicht zu! Amelia? Bist du das? Dimitris Waffe fällt ihm fast aus der Hand, als er salutiert. Ich habe dich kaum erkannt. Warum kämpfst du für die Leibwache des Regenten? Manche von uns könnten eine Erklärung brauchen. Was soll das bedeuten? Ich bin gekommen, um dich aus Wachplatz vorzubringen oder salutieren Graven Ash beschützt. Ich denke, wenn wir Wissen hier benutzen können. Sie wirft dir einen vernichtenden Blick zu. Diese Worte höre ich nur noch selten. Wenn du im Dienst meines Vaters kommst, wirst du enttäuscht werden. Ich bin nicht mehr die nordländische Kriegsherrin, die ich einmal war. Sie verzieht allein bei dem Gedanken das Gesicht. Als ich den Konflikt als Unbeteiligte von außen sah, änderte sich mein Blick auf diese Eroberung. Sie blickt dich flehentlich an. Wir haben uns getäuscht. Kairos hat uns schon vor Jahrhunderten vom rechten Weg abgebracht. Wir sind nach Süden marschiert, um das Werk des Oberherrn zu vollenden, aber... Sie schließt die Augen. Siehst du denn nicht, dass die Stufen unsere letzte Chance sind, alles wieder gut zu machen? Amelia. Die Stimme des Regenten nimmt einen sanfteren Ton an. Du musst nichts weiter sagen. Für den Regenten zu kämpfen, ist Hochverrat, würde auf jeden Fall passen, aber... Der Regent ist geschlagen, die Festung gehört uns. Wirst du kooperieren? Niemals. Ich weiß, welche Gräueltaten du und Thunons andere Diener uns zufügen würden. Ich weiß, was mein Vater mit Verrätern und Deserteuren macht. Mein Vater... Ihre Stimme überschlägt sich und sie ringt kurz nach Worten. Ich liebe meinen Vater. Aber das hat nichts im Vergleich zu meiner Liebe zum Vater meiner... Amelia, bitte sei still! Straydus blickt verzweifelt zu ihr. Es ist vorbei, verstehst du? Ich sterbe. Spare dir deine Kräfte für... wichtigere Dinge. Er wendet sich mit entschlossener Miene zu dir. Du weißt, dass er zu viel Blut verloren hat, um noch lange durchzuhalten. Ich bin der letzte Regent. Wenn du das Edikt der Stürme beenden willst, dann akzeptiere ich mein Schicksal. Eine letzte Chance, Regent, beendet ihr das Edikt selbst? Bei Ash und den Geschmähten schwöre ich euch, einen sauberen Tod zu schenken.
Ein Jammer, dass meine Befehle nichts von Gnade erwähnten. Es tut mir leid, Regent, es muss geschehen. Ja, ich würde sagen, die 4. Es tut mir leid, Regent, es muss geschehen. Für Ash und den Norden, es ist an der Zeit, diese undankbaren Südländer zu vernichten. Dimitris ballt die Fäuste und nickt dir zu. Bevor du etwas unternehmen kannst, siehst du aus dem Augenwinkel, wie Amelia ihre Waffe hebt. Amelia, halt! Stratus zuckt zusammen, er hat kaum mehr Kraft zum Sprechen. Du musst dein Versprechen halten, weißt du noch? Amelias Entschlossenheit weicht der Resignation. Sie nickt knapp und verlässt den Raum, nicht ohne dir einen mörderischen Blick zuzuwerfen. Das ist hart, also diese Situation. Ich habe mir schon sowas gedacht, dass die nicht unfreiwillig da bleibt. Aber das ist... Von wenn ich das richtig verstanden habe, hat die wohl Kinder mit dem. Ob sich dann das Edikt der Stürme so beenden lässt, ist die Frage. Amelia verlässt den Raum. Sie kann nicht mit ansehen, was gleich geschehen wird. Töte den Regenten, Schicksalsbinder. Beenden wir dieses schändliche Kapitel der Eroberung zusammen mit dem Edikt der Stürme. Er blickt Stratus Hirodin ein letztes Mal an. Ihr solltet stolz sein, Regent. Im Tod werdet ihr mehr bewirken, als ihr es im Leben je getan habt. Du wirst mir verzeihen, wenn ich anderer Meinung bin, du nordländisches Schwein. Stratus blickt mit Hoffnung und Schmerz in seinen Augen zu dir hinauf. Und so fällt der letzte Feind des unbeugsamen Landes. Lebt wohl, Regent. Der Kapitän geht mit seinem Schiff unter, doch ihr sterbt als Feigling oder nichts sagen und ihn töten. Ich denke, wir sagen einfach nichts. Du hebst dein Schwert vom Boden auf und rammst es Stratus Hirodin ins Herz. Er ist sofort tot. Stratus Leiche fällt zu Boden und du siehst zu, wie das Blut sich lautlos in einer Lache sammelt. Ein Gefühl der gespannten Erwartung liegt in der Luft, doch die Sekunden verstreichen, ohne dass etwas geschieht. Der Anstieg an arkaner Energie und die spürbare Erleichterung, die du in der Himmelfahrtshalle empfunden hast, bleiben aus. Du hörst den Sturm draußen heulen und erkennst, dass das Edikt weiter Bestand hat. Dimitris runzelt verwundert die Stirn. Der letzte Regent ist tot, doch Kairos Sturm tobt weiter. Was haben wir übersehen? Vom anderen Ende der Halle hörst du einen leisen Schrei, den Schrei eines Säuglings, und in dir macht sich eine plötzliche Erkenntnis breit. Och nein, bitte. Okay, treues Versprechen ist wohl ein sehr guter Schild. Ist das besser als das, was er hier gerade hat? Aber so was von. Ach, wir können jetzt sogar noch drittes und viertes Waffenset machen, oder was? Ne, augenscheinlich nicht. Ich wundere mich hier nur über diese Zahlen. Wahrscheinlich waren die auch vorher da und ich habe sie einfach übersehen. Was haben wir hier? Von diesem Thron aus hat die letzten 500 Jahre lang immer ein Herrscher über das unbeugsame Land regiert. Aus einer ungebrochenen Blutlinie, die über viele Generationen hinweg bestand. Oh, bitte. Also das wird jetzt richtig bitter. Ach, die hat ihre Sachen geholt. Amelia blockiert den Eingang und blickt dich mit Augen an, in denen zwar Tränen stehen, aber auch das Feuer der festen Entschlossenheit ihres Vaters brennt. Sie trägt eine Rüstung der Geschmähten, um dir entgegenzutreten. Bleib von meiner Tochter weg. Du bekommst sie nicht. Oh nein. Oh, bei der Gnade des Archonten, lasst es nicht wahr sein. Beric bedeckt sein Gesicht und heult leise auf. Deine Tochter ist die Erbin des Regenten? Nun, da du Stratus Hirodin getötet hast, ist sie es. Amelia richtet sich auf und blickt dich zornig an. Sie hat nichts mit Kairos oder dem Edikt zu tun. Du hast kein Recht, sie nur wegen ihres Blutes zu verurteilen. Wie ist das möglich? Meine Vereinigung mit Stratus dem Jüngeren. Selbst im Augenblick der Erinnerung legt Amelia ihre kriegerische Entschlossenheit nicht ab. Er hat mir hinter diesen Mauern Güte gezeigt und mich viel über das unbeugsame Land und die Stufen gelehrt. Über die Kultur und das Vermächtnis, die dieses Volk zum Stolz des Reiches gemacht haben. Er starb im dritten Jahr der Eroberung. Ein Speer der Geschmähten nagelte ihn an dem Boden fest, den er zu verteidigen versuchte. Und er stand nie wieder auf. Wusstest du, dass das Edikt dadurch verlängert wird? Wir nahmen an, dass die Blutlinie meiner Tochter in Kairos Augen schuldig macht. Meine Tochter, Entschuldigung.
Wir nahmen an, dass die Blutlinie meine Tochter in Kairos Augen schuldig macht. Aber bis zu diesem Augenblick wusste ich es nicht mit Gewissheit. Sie schüttelte den Kopf. Verlange nicht von mir, den herzlosen Plan des Oberherrn zu interpretieren. Ich habe nichts für dieses Edikt übrig, falls du das fragst. Es hat ein nobles Reich zerrissen, hat das Fundament seiner Kultur zertrümmert und unzählige Leben zerstört. Sie seufzt tief und lang und ihr intensiver Blick erhärtet sich. Aber ich habe dem Volk des unbeugsamen Landes gegenüber eine Verantwortung, sein Vermächtnis und seine Führung zu bewahren. Mein Vater und die anderen Archonten haben diese Nation zerstört. Meine Tochter und ich... Amelia blickt zu der Wiege und dann schnell wieder zu dir. Wir können helfen, sie wieder aufzubauen. Was für ein naiver Gedanke. Ich hätte Besseres von dir erwartet. Aber das zeigt nichts als Verachtung für alles, was die Geschmähten in der Eroberung erreicht und geopfert haben. Dimitris schüttelt missbilligend den Kopf. Der Regent blieb zu ihrem Schutz in Wachplatz. Das Edikt zu schultern war seine Verantwortung, nicht die ihre. Sie neigt herausfordernd den Kopf. Meine Tochter wird Kairos Eroberung nicht zum Opfer fallen. In ihren Adern fließt das Blut des Nordens und niemand hat das Recht, ihr das Leben zu nehmen. Alter Schwede, was soll man denn jetzt tun? Das Kind muss sterben, um das Edikt zu beenden. Tritt beiseite oder du teilst ihr Schicksal? Es muss getan werden. Was ist schon ein Säugling gegen das Schicksal des unbeugsamen Landes? Amelia töten, der Großvater der Regentin, bestellt seine Grüße. Beruhige dich, Amelia, es muss einen anderen Weg geben. Ich denke, das ist das, was wir am ehesten sagen können. Einen anderen Weg? Dimitris schüttelt traurig den Kopf. Amelia hatte Legion ihren Rücken zugewandt. Der General hat keine Verwendung für jemanden ohne Loyalität, egal wessen Blut in seinen Adern fließt. Dennoch, wenn du das Leben meiner Tochter garantieren kannst, kehre ich zu Ash zurück und unterwerfe mich seinem Urteil. Sie runzelt die Stirn, auch wenn es hart ausfallen wird. Aber damit bleibt noch immer die Frage des Edikts bestehen. Was können wir schon gegen das Edikt der Stürme tun? Das Blut der Regenten fließt durch die Adern meiner Tochter. Vielleicht gibt es einen Weg, Kairos Gesetz zu umgehen. Ich muss Nachforschungen anstellen. Vielleicht bist du ja etwas auf der Spur. Es gibt eine lange Tradition, wie man solche Formalitäten vermeiden kann, vor allem in Kriegszeiten. Die einzigen zuverlässigen Quellen, die ich empfehlen würde, sind die brennende Bibliothek und Thunons Gericht. Sollten wir nicht Kairos Gesetz durchsetzen, anstatt es zu umgehen? Dimitris runzelt die Stirn. Wie dem auch sei, ich bleibe mit meinen Männern hier, bis du mit einer Entscheidung wiederkehrst. Ich rate dir, mit General Ash über die Angelegenheit zu sprechen. Danke, dass du der Sache nachgehst. Ich bin sicher, dass einem Schicksalsblinder von Thunon und keine Antwort lange verborgen bleibt. Ich bleibe mit meiner Tochter hier. Wohin sollten wir auch sonst gehen? Oh, scheiße. Diese Situation ist so übel. Vorbei kommen wir nicht. Oh. Ja, wir müssen zu Ash. Oh, ist das übel. Vor allem glaube ich, dass der nicht erfreut sein wird, wenn er hört, dass seine Tochter die Mutter des nächsten Regenten ist. Oder besser, der nächsten Regentin. Oder der letzten Regentin, kann man jetzt sogar sagen. Oh, wie ist diese Situation gerade? Also was haltet ihr davon? Was sollen wir tun? Sollen wir das Kind letztlich doch töten? Sollen wir vielleicht irgendwie schauen, ob wir eine Alternative finden? Ich werde mit Ash reden. Aber oh, wie hart ist diese Sache? Klar, wir können natürlich sagen, wir sind am Ende der kaltherzige Richter, der das so tun wird. Wir können aber auch sagen, vielleicht ist gerade dieses Erlebnis etwas, was unseren Charakter umstimmt. Und das möchte ich euch überlassen. Ihr spielt im Grunde ein bisschen mit dadurch mit euren Kommentaren. Aber das, finde ich, ist gerade eine der übelsten Stellen. Also, dass man sagt, hey, so bitte, du hast jetzt hier quasi die Möglichkeit, du kannst das Ganze beenden, indem du dieses Kind tötest. Auch wenn Graven Ash das wahrscheinlich nicht sehr gerne hört. Aber wir kommen hier schon weiter. Ach, Mann. Ja, gut. Wo war Graven Ash noch gleich? Eher eine Esse. Oh,
Mann. Der wird nicht erfreut sein, wenn er das hört. Ganz und gar nicht. Sorry, Ash, deine Tochter hat uns alle verraten und jetzt ein Kind gezeugt, das jetzt der momentane Erbe des Regenten ist. Der Regent ist zwar tot, das Edikt besteht weiter, also müssten wir jetzt deine Enkelin töten. Ist das okay? Oh, wie hart ist das bitte? Naja, ich werde erstmal eine kleine Aufnahmepause machen. In der nächsten Folge sprechen wir dann mit dem und schauen, was passiert. Also ich habe ja erwartet, dass Amelia uns also da irgendwie freiwillig ist und dass sie... Also ich habe nicht erwartet, dass sie dann ein Kind des Regenten hat, dass wir... Na gut, eigentlich ein Kind des Sohns des momentanen Regenten, aber es ist dieselbe Blutlinie. Naja, genug davon. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß, das konstruktive Kritik und vor allem eure Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren da. Ich bin absolut unschlüssig, was wir tun sollen. Also, das ist eine üble Stelle. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.